Hallo und herzlich willkommen euch, liebe Sportler, zu unserer Sporteinheit heute wieder mit dem Carus Vital Team. Mein Name ist Claudia und wir machen heute zusammen einen Ganzkörper-Workout. Was ihr braucht, wären nur kleine Wasserflaschen, entweder komplett gefüllt 0,5 oder ein bisschen weniger, ist auch kein Problem. Ihr braucht keine Matte, ihr könnt wirklich nur euch ein bisschen Platz machen und schon geht's los. Wir beginnen mit der Erwärmung. Wir marschieren am Platz. Nehmt die Arme schon schön mit in die Seiten. Bleibt schön aufrecht von Beginn an. Sehr gut. Wir kommen auf die Zehenspitzen. Wir strecken uns nach oben und wir gehen auf die Fersen nach unten. Prima. Noch einmal auf die Zehenspitzen und wieder nach unten. Fersenlauf. Letzte Runde, Zehenspitzen und Fersenlauf nach unten. Gut, kommt wieder mit den Füßen komplett nach oben, marschiert am Platz. Wir setzen im Wechsel einmal die Ferse nach vorn. Schaut mal, rechts und links. Wem es zu schwer ist, der marschiert einfach weiter. Zusätzlich jetzt noch beide Arme nach vorn schieben, vor. Genau, ihr dürft schon mit Kraft arbeiten, denn darum geht es uns ja heute. Prima, nochmal ohne Arme. Schön weiter vortippen, immer die Ferse auf den Boden. Und nochmal zusätzlich die Arme nach vorn. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3 und wir marschieren wieder am Platz. Zieht gleich die Knie nach oben, bleibt schön aufrecht. Kommt nochmal auf die Zehenspitzen hoch und wieder auf die Fersen. Nochmal Zehenspitzenlauf und wieder Fersen. Eine Runde nochmal normal marschieren. Prima. Öffnet die Beine langsam etwas auseinander. Marschiert weiter. Gut. Und werdet etwas langsamer mit dem Marschieren. Gut. Bringt jetzt die Arme nach unten und wir kreisen beide Schultern. Lasst die Beine leicht gebeugt. Lasst die Bewegung größer werden. Bringt die Ellbogen mit nach hinten. Denkt auch an euer Lächeln. Sport macht Spaß. Und die langgestreckten Arme nach hinten führen. Prima, schön groß machen. Versucht große Kreise. Und der letzte. Gut, lasst uns von einer Seite zur anderen pendeln. Schaut mal, einfach nur tief und hoch. Und die Arme schwingen locker mit. Ihr merkt schon, wir beziehen mehr und mehr Körpersegmente mit ein, damit alles schön warm wird, alle Gelenke. Wir schwingen jetzt nur mit dem linken Arm weiter. Sehr schön. Bringt den linken Arm auf Brusthöhe nach vorn. Ich sage immer, man macht eine Tür zu und wieder auf. Und wir bringen den linken Arm über den Kopf, schwingen weiter. Die letzten vier noch. 3, 2 und 1. Wir bleiben stehen und ziehen uns mal kurz in die Länge, in die Diagonale. Prima. Öffnen. Rechten Arm. Und los geht's. Alles andere Seite. Schwingt auch hier von Seite zu Seite. Auch mir wird schon ein bisschen warm. Ich hoffe, euch auch. Und wieder den Arm auf Brusthöhe. Wieder Tür schließen und Tür öffnen. Noch 3, noch 2 und 1. Den Arm nach oben. Diagonale wieder. Erst in der Dynamik und später in der Statik. Letzten 2 und 1. Und wir bleiben. Schaut mal, zieht euch wieder in die Diagonale, streckt euch. Prima. Öffnet, bringt beide Arme auf Schulterhöhe.
Handrücken nach vorn zusammen, Daumen zurück öffnen. Macht euch rund, noch ein bisschen Erwärmung für die Wirbelsäule. Öffnen, rund, öffnen. Und ein letzter. Gut, Arme tief. Ich hoffe, ihr seid warm. Jetzt brauchen wir unsere Gewichte. Nehmt eure Wasserflaschen zur Hand. So, wir marschieren erstmal am Ort wieder los. Keine Angst, wir fangen jetzt nicht wieder vorn an. Wir beginnen gleich mit der Kräftigung. Marschiert trotzdem parallel weiter. Die Arme nehmen wir auf 90 Grad Position. 90 Grad. Schultern sind tief. Die Arme gehen seit und ab. Seit und ab. Wem es zu viel wird mit dem Marschieren? Manche haben ja ein bisschen Probleme mit der Koordination. Bleibt einfach still am Ort stehen. Beine leicht gebeugt halten, Bauch ist fest. Ja, diejenigen, die keine Probleme haben, marschieren mit mir einfach weiter. Noch 8 und 7. Wir trainieren gerade die Schultern. 6 noch. 5. 4. 3. 2. Schaut mal, lasst die Arme oben. 1. Wir drehen hoch und vor. 7. 6. Prima. 5. Schön festhalten die Handeln. 3 noch. 2 noch. Lasst die Arme oben. 1. Schließt nach vorn. Bringt Ellbogen und Hände zusammen. 7. Kommt. 6. 5. Und noch 4. 3. 2. Lass die Arme offen. Wir drehen zurück und hoch. Tief. Alles rückwärts. Ja. Noch 4. Denkt an das Marschieren. 3 noch. Bleibt in der Dynamik. 2 noch. Haltet unten. 1. Und wir gehen an den Körper. 8. Und 7. 6. 5. 4. Klasse. 3. Gleich geschafft, 2 und der letzte, 1. Okay, Arme ganz locker mitnehmen. Sehr gut, kurz durchatmen. Erste Runde, kleines Krafttraining für die Schultern geschafft. Streckt die Arme mal lang, kreist. Okay, wir bleiben am Ort alle ruhig stehen. Die Beine hüftbreit geöffnet, kleines bisschen gebeugt. Die Arme sind schön lang, die Schultern tief. Wir gehen nur mit dem Oberkörper nach vorn tief. Und wieder nach oben, nach vorn tief. Ihr macht die Übung weiter. Ich drehe mich kurz zur Seite, damit ihr sehen könnt, wie der Rücken bleiben soll und die Beine leicht gebeugt lassen. Schön bauchfest. Vor und hoch. Vor, nach oben. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Achtung, wir bleiben tief. 1. Schaut mal, bringt jetzt die Ellbogen eng an den Körper. Schulterblätter zusammen. Wir trainieren gerade den Rücken. Ganz wichtig, den Bauchnabel nach innen ziehen. Kein Hohlkreuz, sondern einen langen Rücken. Die Schulterblätter tief nach unten zusammenziehen. Halswirbelsäule lang. Noch 8 und 7. 6 noch. 5. 4, letzten 3, 2 und 1. Arme lang, wir kommen langsam nach oben. Sehr schön. Wir lockern aus, kreisen die Schultern. Gut, jetzt machen wir noch eine Übung für den Trizeps. Ich drehe mich nochmal seitlich, das könnt ihr jetzt auch machen. Stellt am besten das vordere Bein zurück. Auf der Seite, wo das Bein hinten steht, ist der gleiche Arm lang. Wir neigen uns etwas nach vorn, Ellbogen nach oben und strecken nach hinten. Richtig in die Verlängerung. Denkt dran, dass der Oberarm fest bleibt. Nur der Unterarm. Trizeps, die Frauen wissen es, Oberarm Rückseite. 8 noch. 7, 6, 5 und 4, gleich geschafft, 3, 2 und 1. Prima. Andere Seite, keine große Pause, einfach rumdrehen, Oberkörper etwas nach vorn, Ellbogen nach oben, strecken.
lang machen. Wieder den Oberarm fixieren, nur den Unterarm bewegen. Ihr müsst das richtig spüren, eure Muskulatur. Lang strecken. Lang. Lang. Und noch 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3, 2 und 1. Okay, lass die Beine gleich geöffnet. Unsere letzte Übung für die Beine nochmal. Die handeln beide nach vorn in die Kniebeuge. Ihr wisst Bescheid, Po schön zurück, Bauch ist fest. Einfach nur tief und hoch die Arme nach vorn. Kommt. Ganze Bewegung, ganze Strecke. Und langen Rücken. Tief und nach unten. Ja. Achtung, jetzt wird es mal ein bisschen gemein hinten raus. Wir versuchen mal unten zu halten. Noch 4, die letzten. 3, 2, wir bleiben unten. 1, lassen die Arme von und federn. Wichtig, immer nach hinten tief setzen. Keine Belastung auf die Knie, schön auf die Oberschenkel, auf die Muskulatur. Kommt gleich vorbei. Federn, ganz kleine Bewegung, Schultern bleiben tief. Ihr habt es wirklich gleich geschafft, alles gut. Zähne zusammenbeißen, 4, 3, 2, 1. Kommt langsam nach oben. Ja, alles lockern, ausschütteln, die Schultern kreisen, die Beine lockern. Sehr schön. Ich bin stolz auf euch. Ihr habt es wieder geschafft. Das war's mit mir, mit der Claudia und mit dem gesamten Carus Vital Team. Wünsche ich euch natürlich noch weiterhin alles Gute und viel Spaß bei unserem Sport.